Wenn Tech Garage ein offizielles Auto hätte, dann wäre das wohl der Honda e. Das rein elektrische Auto des japanischen Herstellers ist klein, macht Spaß, ist bis oben hin vollgestopft mit Gadgets und Technik und klar für den Einsatz in der Stadt ausgelegt. Das hier ist der Honda e. Das allererste rein elektrische Auto von Honda mit einer Reichweite von rund 220 Kilometern und einem Preis ab 36.000 Euro in Europa oder 43.000 Franken in der Schweiz, wenn es im Juni in den Handel kommt. 2 Jahre nachdem der Prototyp enthüllt wurde, freut es uns zu sehen, dass im Serienmodell große Teile des ursprünglichen Designs beibehalten wurden. Noch immer wirkt die Form des Honda e sowohl klassisch als auch etwas verspielt. Dazu tragen auch die kreisrunden LED-Scheinwerfer bei, die in schwarzen Akzenten der Front eingelassen sind. Was zusätzlich beim Rundgang ums Auto auffällt, ist, dass Honda bei seinem Elektroflitzer auf klassische Rückspiegel verzichtet und stattdessen rückwärts gerichtete Kameras verbaut hat. Doch kommen wir zum Innenraum. Uns gefällt das Design im Honda e sehr gut. Das Innenleben wirkt schlicht und aufgeräumt und erinnert ein bisschen an eine Lounge oder ein nordisches Wohnzimmer. Statt Leder kommt viel Stoff zum Einsatz, ergänzt wird das Interieur durch Holzakzente. Als Fahrer blickt man auf eine einzige Front von Bildschirmen. Neben den kleinen 6 Zoll Displays, die die Außenspiegel ersetzen, zählen wir 3 weitere Screens, die alle nebeneinander angeordnet sind. Ein 8,8 Zoll Bildschirm, auf dem die Fahrinformationen angezeigt werden, dazu 2 LCD-Touchscreens mit einer Diagonale von je 12,3 Zoll. Das Lenkrad wirkt mit seinen 2 Speichen, als würde es schweben. Und als langjährige Elektroautofahrer gefällt uns, dass Honda den Einsatz von Hardware-Tasten auf ein Minimum reduziert und stattdessen auf Touchscreens und aufgeräumte Oberflächen setzt. Und während die Bedienung des Entertainment-Systems nicht die intuitivste ist und auch das System oft etwas langsam wirkt, unterstützt es doch Apple CarPlay wie auch Android Auto. Gadget-Fans werden sich im Honda e also wie zu Hause fühlen. Neben den üblichen USB-Steckern findet ihr zusätzlich auch einen 230 Volt, eine Steckdose sowie einen HDMI-Eingang. Und ihr wisst, was das heißt. Strom plus HDMI plus Bildschirme. Ich würde sagen, es ist Zeit, um zu spielen. Wir haben also eine Steckdose, die kommt hier in die Buchse. Wir haben ein HDMI-Kabel vom Switch-Dock, das kommt hier unten rein. Dann habe ich die Nintendo Switch mit Mario Kart, die kommt aufs Dock. Und dann steht eigentlich eine runde Mario Kart aus dem Beifahrersitz heraus in einem Elektroauto gar nichts mehr im Wege. Doch wie sieht's für die Passagiere in der zweiten Sitzreihe aus? Naja, bei einer Wagenlänge von 3,90 Meter erwarten wir nicht zu viel, aber tatsächlich finden 2 Mitfahrer auf der Rückbank Platz, auch wenn der Komfort in der Kabine nicht unbedingt auf einen ausgedehnten Roadtrip ausgelegt ist. Für die Testfahrt in und um Valencia haben die Organisatoren eine abwechslungsreiche Strecke zusammengestellt. Von Stadtverkehr über Autobahn bis hin zu kurvigen Landstraßen war alles dabei. Der Honda e hat dabei einen richtig guten ersten Eindruck gemacht. Im Honda e ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 35,5 Kilowattstunden verbaut. Dies sorgt für eine Reichweite von rund 222 Kilometern nach WLTP-Standard. Angetrieben wird das Auto von einem Elektromotor, der die Hinterachse antreibt. Den Sprint von 0 auf 100 schafft der Honda e in 8,3 Sekunden. Und die Energie dafür kommt entweder per Gleichstrom oder Wechselstrom in die Batterie. Unter der Haube befindet sich der Ladeanschluss für den Strom. Der Honda e unterstützt den CCS2 oder Combined Charging System Ladestandard. Die schnellste Ladeoption ist die DC-Schnellladung, also Gleichstrom mit bis zu 50 Kilowatt, was an speziell ausgestatteten Ladesäulen möglich ist.
Zwei Features des Honda e werden jeden Stadtfahrer zum größten Fan des Mini-Autos machen. Zum einen ist da der Wenderadius, der wirklich extrem eng ist. Das Auto kann auf einer Fläche von wenigen Quadratmetern einen vollständigen Kreis fahren. Und Wendigkeit ist in städtischen Straßen und engen Parkgaragen tatsächlich Trumpf. Und dann ist da der Einparkassistent Honda Parking Pilot, der nicht nur mögliche Parkfelder erkennt, sondern das Fahrzeug auch gleich selber seitwärts, schräg oder rückwärts einparken kann, ganz ohne Zutun des Fahrers. Ein weiterer Pluspunkt sind die 4 Kameras und 12 Sonarsensoren, die rund um den Honda e verbaut sind. Die kann ich jederzeit manuell auf einen meiner Bildschirme zuschalten. Das erlaubt mir aus dem Fahrersitz heraus eine hervorragende Rundumsicht. Mein Fazit: Beim Honda e hatte eine Designabteilung viele Freiheiten. Das Konzept wirkt frisch und trotzdem durchdacht, die technischen Eckdaten sind stimmig. Das ikonische Design und eine Menge spezieller Features machen den Honda e nicht nur zum Hingucker, sondern für einige Gadget-Fans vielleicht auch zur ersten Wahl für ein Auto.